Vergleich zur Basel World vom letzten Jahr finde ich, dass dieses Jahr eher etwas ruhiger abgelaufen ist. Die Marken versuchen sich nicht zu überbieten mit tollen technischen Errungenschaften, sondern sie besinnen sich eher auf ihre Basiskollektion, bauen die weiter aus, verbessern schon alte Modelle, die es mal vor Jahrzehnten gab oder wieder eingestellt worden sind und jetzt wieder aufleben lassen. Ein Beispiel dazu ist zum Beispiel Chronoswiss, die die Time Master Kollektion mit einem Einsteigermodell eröffnet haben und den Preis auch etwas senken. Diese Preissenkung oder diese neue Einstellung vom Preisspann findet man auch bei Corum und bei Girard Perregaux, die einfach wieder etwas günstiger werden möchten und dementsprechend auch einfachere Uhren anbieten, die auch Einsteiger in mechanischen Bereichen interessieren können. Mein persönliches Highlight von der Basel World 2015 ist vielleicht Corum mit der neuen Bubble, die gar nicht so neu ist, sondern es ist eigentlich das Modell, was alle mit Corum früher verbunden haben, womit sie Aufsehen erregt haben. Und dieses Modell bringen sie jetzt wieder neu auf den Markt. Es ist vielleicht nicht unbedingt eine Alltagsuhr, aber ich finde es doch faszinierend, wie weit zurück Corum geht, um wieder zu ihren alten Wurzeln zurückzufinden.